Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen zur zweiten Episode von Ronaldo Supreme. Ich hab euch gefragt, Jungs, Mädels, habt ihr Bock auf diese Serie? Zeigt es mir mit einem Daumen hoch und oh mein Gott, 100.000 Klicks hat das Video jetzt schon. Ich glaube, 8.000 Likes habt ihr geknackt und das hat mir gezeigt, ihr wollt diese Serie sehen. Ich bin sowieso motiviert, diese Serie zu bringen, vor allem mit Cristiano Ronaldo. Und vor allem, wenn wir dann am Ende die Supreme am Start haben, das oberste Team zusammen mit Ronaldo. Ey, das wird einfach lit und das kann eine geile Serie werden. Ich freue mich auf diese Zeit mit euch. Lasst wieder gerne eine Bewertung da. Ich werde mich freuen über 5.555 Likes. Also, wer jetzt noch keinen Daumen hoch da gelassen hat, kann das jetzt schon mal gerne machen. Wenn nicht, dann am Ende. Und wir haben abgestimmt. Ihr habt abgestimmt in den Kommentaren. Ihr wisst Bescheid, ihr seid auch ein Teil dieser Serie. Ihr könnt jedes Mal entscheiden, wer als nächstes ins Team kommt. Und ihr habt euch für den Stürmer entschieden. Ich zeige euch kurz den Top-Kommentar. Den nehme ich auch direkt. Ich habe so oft in den Kommentaren diesen Spieler gelesen. Und er ist hier oben schon eingegeben. Boom! 7 Upgrade-Punkte haben wir in der letzten Episode gesammelt. Und da kommt nur einer in Frage aus der La Liga Santander. Ich glaube, wir werden es so machen. Die linke Seite wird dann La Liga mit Jordi Alba, Blabli, Blub, Modric und so weiter erstmal. Und rechts vielleicht Premier League, League or Calcio oder irgendwie sowas. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und wir haben unseren ersten Upgrade am Start und das ist Bakambu, den ich bisher noch nicht gespielt habe, aber für 1000 Coins, glaube ich, gekauft habe. Nice. Warum auch nicht? Kann man machen. Und jetzt geht's los. Die ersten drei Spiele dieser Episode werden jetzt gespielt. Upgrade-Punkte werden gesammelt. Und dann werdet ihr wieder entscheiden, wer in der nächsten Episode ins Team kommt. Aber vorher, Leute, ganz gechillt bleiben. Kündige ich euch noch kurz was an. Weil, Leute, ganz ehrlich, wer jetzt was gewinnen will, der hört jetzt einfach mal gut zu. Weil ich habe mal wieder Bock, was an euch zu verlosen. Und heute ist doch ein perfekter Tag, denn... Boom, Junge! Boom, Junge! Und boom, Junge! Es gibt drei Hoodies zu verlosen. Ihr wisst es, vorne sehen die richtig nice aus mit diesem Smiley drauf. Und dann hinten sowieso, wenn ihr irgendwo lang geht und jemand sieht euch von hinten, no homo, dann sieht er einfach diesen freshen Smiley, diesen Hoodie. Und die drei Pullover, die ich gerade hier liegen habe, verlose ich an euch. Was ihr dazu tun müsst, ist ganz einfach in die Kommentare schreiben, Gewinnspiel, einen Daumen hoch geben und ein Abonnent dieses Kanals sein. Warum auch nicht, Leute? Und dann werde ich mir einfach per Zufallsprinzip drei Gewinner raussuchen, die diese drei Pullover bekommen. Warum ich das mache? Weil jetzt, gerade wo ihr dieses Video seht, mein Shop online gekommen ist mit diesen Pullovern, Leute. 300 Stück gibt es davon, von dem in Camouflage. Camouflage? Ich meine natürlich Camouflage Blau gibt es 300 Stück erstmal. In dem mit Camouflage Grün gibt es 300 Stück erstmal. Das war genau der hier. Und für die, die ganz chillig einfach mal schlicht was wollen, dann gibt es auch einen normalen ohne Camouflage. Gibt es auch nochmal 300 Stück. Die Pullover könnten nachbestellt werden, je nachdem, wie die bei euch ankommen. Aber Leute, vielleicht ist es ja ein gutes Weihnachtsgeschenk, wenn ihr nicht wisst, hey Mama, Papa, ich weiß nicht, was ich zu Weihnachten will. Dann sagt denen einfach, Mann, ich gönne mir so ein Pullover gerne zu Weihnachten. Warum auch nicht? Ist fresh, wird mich unterstützen. Und jetzt habe ich auch genug gelabert, Alter. Also ihr wisst, das erste Link in der Beschreibung, 300 Stück. Ich habe bald 500.000 Abonnenten, die könnten schnell weg sein. Ich kann das leider nicht einschätzen. Deshalb beeilt euch am besten, wird mich auch freuen, wird mich auch unterstützen. Und jetzt geht's wirklich los in die zweite Episode von Ronaldo Supreme. Ich würde sagen, wir spielen das Ganze wieder in der Liga, weil Online-Freundschaftsspiele sind noch ein bisschen zu langweilig und ich will sowieso die Liga hochgrinden. Ich kann euch das hier mal kurz zeigen. Ich glaube, ich habe bis jetzt alle Spiele hier gewonnen. Ja, 4-0-0 Bilanz. Und mit dem Silberteam ist das eine kleine Challenge, Alter. Hier mit dem so gut wie Silberteam, Bakambu und Ronaldo sind jetzt die einzigen Goldspieler. Und ich bin gespannt, wie viele Upgrade-Punkte wir heute sammeln können. Wir gehen ins Spiel rein, suche Gegner und dann... Bin ich mal gespannt, was der für ein Team hat. In der Liga sweaten sowieso immer alle Gegner. Deshalb ein bisschen anstrengen muss man sich schon. Bakayoko war klar. Gabriel Jesus, Martial, Sterling, Bayi hat der Typ. Boah, stabiles Team, Alter. Nicht schlecht. Damit kann man auf jeden Fall auch in der Weekend League antreten. So schlecht ist dieses Team gar nicht. Deshalb, warum nicht Gegner? Gönn dir. Leute, könnt ihr mir erklären, was das für ein Stadion ist? Ich komme darauf gerade gar nicht klar. Das ist ja komplett Vogelperspektive. Und da kam eigentlich schon ein stabiler Pass, der ist nicht im Abseits. Wir schicken nochmal oben jemanden, dann schicken wir unten Cristiano, komm! Hä? Ronaldo, geh doch zum Ball. Egal. Na, jetzt mal ohne Witz, was ist das für ein Stadion? Boah, da haut er den aber vorbei. Das hätte das 1-0 sein können. Ungelogen, Leute, das soll keine Ausrede sein, ne? Aber ihr seht das ja selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt beim Zuschauen, aber wenn man spielt, ist das auf jeden Fall ganz komisch. Ronaldo mit dem 1-0 und das gibt 2 Upgrade-Punkte für unseren Counter. Ich würde sagen, ich blende euch das mal hier unten ein. Boah. Stabil wie ein Stabilo. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oha, tschüss. Komm,
komm. Ich will keinen Einwurf. Oh Mann, ey. Was macht der denn da? Der legt mir den Ball vor, Alter. Geil. So. 4 Upgrade-Punkte für uns. Heute ist ja dieser Patch rausgekommen, wo EA das mit diesen Pässen gepatcht hat und jetzt steht's 1-1. Der Gegner hat auch ein Pech wie sonst was, Alter. Martial macht den normalerweise. So, eins geht doch noch. Bakambu muss jetzt auch mal was zeigen. Da geht er nämlich ab, der neue Mann. Schickt nochmal Ronaldo. Und Ronaldo haut den diesmal einfach rauf. Und das ist Cristiano Ronaldo mit dem Hattrick. Nice, Junge. Was war das für ein Hammer? Oh nein. Nein, Junge. Gut weggegrätscht. Kein Elfmeter. Richtig Glück gehabt. Ich wollte kein Gegentor kassieren. Pfeift der Schiri ab oder gibt er den Angriff noch? Er gibt ihn noch. Bakambu, komm. Bakambu. 4-0. 7 Upgrade-Punkte sollte es so bleiben. Und damit pfeift der Schiri das Spiel ab. Ronaldo mit dem Hattrick. Bakambu dann auch noch mit dem Treffer in der letzten Spielminute. Ronaldo kriegt sogar eine 10,0er Bewertung. Und das feiere ich, Alter. Das feiere ich sehr. Okay, Leute, seid gespannt auf diese Episode. Da kann was passieren. Wir hätten 7 Upgrade-Punkte in der letzten Episode insgesamt gesammelt. Das heißt, heute könnte ein krasser Spieler kommen. Nächster Gegner hat diesmal auch ein vernünftiges Stadion. Ich habe geguckt, der hat ein Wembley-Stadion. Spielt mit Alessandrini, mit Benzema, Carrasco, Nainggolan. Auch wieder ein starkes Team, Alter. Wieso haben alle eigentlich Bakayoko? Ich verstehe es nicht. Boah, der Gegner ist stark. Das merkt man schon straight. Der Gegner stark spielt. Und da macht er auch das 1-0. Mein Keeper, der gefällt mir richtig gut. Der Gegner spielt echt stark, Leute. Das muss man zugeben. Das kann ein Struggle-Game werden, vor allem, weil er ein gutes Team hat und ich noch mit so einem Silberteam rumgurke. Aber jetzt da unten. Ronaldo? Ronaldo! Schmeichel! Schade, Alter. Fast das 1-0. Oh mein Gott. Das darfst du nicht machen, Gegner. Das war dein Fehler. Du spielst so gut und dann kommt so ein Fehler. Und dann kommt Ronaldo mit links und haut den nicht rein. Schade, wäre aber geil gewesen. Puh. Oh mein Gott, 1-0. Starker Pass, muss ich zugeben. Minus 2 Punkte. Bruh. Komm, Ronaldo. So. Ihm ist niemand frei in der Mitte. Jetzt. Golasso. Richtig stark gemacht. Richtig stark abgeschirmt den Ball und dann 2 Punkte wieder plus. Wir sind wieder auf 7. Oh mein Gott, hat der mich auseinandergenommen. Der Gegner ist richtig stark. Ich muss doch hier irgendwie zurückkommen können. Es geht doch nicht, dass der mich jetzt hier besiegt in meiner Serie. In meiner eigenen... Guck mal, Ronaldo, der bleibt stehen. Jawohl. Nochmal auf Ronaldo. Oh! Wow. Dieses Tor, Alter. Leute, ganz ehrlich. So, Leute, ich spiele jetzt auf jeden Fall auf Sieg. Ich bin jetzt ein bisschen offensiver. Weil ich will hier nicht mit einem Unentschieden rausgehen. Ich brauche nämlich Upgrade-Punkte. Und jetzt kommt Ronaldo. Und der ist schnell. Und der macht auch aus dieser Perspektive. Ronaldo, komm! Jawohl, Alter! Plus 2 sind wir wieder. Kurz gedreht. 84. Spielminute. Oh mein Gott. Und dann macht der einen Anstoßglitch. Das hasse ich, dass die Spieler einfach nicht mehr rangehen. Nach dem Anstoß. Nein, der Schiri pfeift ab. Wir gehen mit dem Unentschieden hier raus. Haben 3 Tore, glaube ich, mit Ronaldo geschossen und 3 Tore kassiert. Das heißt, wir sind im Endeffekt auf 0 Upgrade-Punkte in diesem Spiel gekommen. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Ja, Mann. Naja, Leute, solche Spiele gibt es auch. Das heißt, wir sind wieder auf 7 Punkte, auch nach diesem Spiel. Und jetzt kommt das Letzte. Da können wir jetzt nochmal sammeln oder auch verlieren. Ich hoffe, wir werden sammeln und gehen jetzt auch rein. Ja. Leute, wisst ihr, was ich gerade gemerkt habe? Ich habe diesen scheiß Team einfach noch nie eine Fitnesskarte gegeben. Ich spiele hier gerade mit 74 Fitness, Alter. Junge, und ich frage mich immer, wer so eine Spieler runterspielt. Bestimmt die Leute, die es auch vergessen haben, wie ich. Direkt mal eine Fitnesskarte drücken, Alter. 74 Fitness hatten die nur. Und wir haben auch den dritten Gegner dieser Episode gefunden. Auch wieder Premier League Team. Jeder hat ein Premier League Team in FIFA. Das ist einfach die OP-ste Liga, ist einfach so. Mal schauen, was hier jetzt geht, Mensch. Dieser Gegner muss auf jeden Fall verlieren.
So, probieren wir auch mal direkt einen Anschlussglitch. Und wieso laggt das hier so? Ich hasse es ja, wenn es in FIFA laggt, ne? Oh, Ronaldo. Oh, Ronaldo! Oh, Joad! Oh mein Gott. 1-0, minus 2 Punkte, das gibt es doch nicht. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Diesmal müssen wir doch ein paar Upgrade-Punkte sammeln. Leute, bitte. Aber es laggt so krass, so kann man nicht spielen. Guck mal beim Jubel sogar. Stabil. Ganz stark. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Und jetzt. Jetzt, Ronaldo, mach einfach was. Jawohl, Freistoß. Und Leute, bitte klappt meine Taktik. Bitte, das ist die perfekte Position für meine Taktik. Komm, Junge, komm, Junge, komm, Junge. Ich geh rüber. Ich geh rüber. Und dann schicken wir Ronaldo. Und dann macht Ronaldo ihn. Und dann macht Ronaldo ihn. Meine Freistoßtaktik, die klappt einfach. 2-1. Geht doch, in so einem Spiel ist das so wichtig. Shit. So, Bakambu, jetzt noch eins. Jawohl, ja. Jawohl, 3-1, abseits. Und der Schiri pfeift das Spiel ab beim Stand von 2-1. Und das gibt nochmal 2 Upgrade-Punkte obendrauf. Damit haben wir, glaube ich, 9 in dieser Episode gesammelt. Das ist nicht schlecht, geht aber besser. Ungelogen feiern, wenn wir unseren rechten Mittelfeldspieler hier gegen irgendeinen aus der Premier League tauschen würden. Weil der gefällt mir eigentlich nicht so gut, dieser Bakali. Ihr könnt wieder entscheiden, es könnte auch der Torwart werden. Es könnte auch ein Mittelfeldspieler werden. 9 Upgrade-Punkte haben wir zur Verfügung. Schreibt mir in die Kommentare, wen ich holen soll. In der nächsten Episode lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, meine Klamotten abzuchecken. Würde mich freuen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.